Wir leben in einer Zeit, in der jeder ständig Daten speichert. Ob Fotos, Videos, Spiele oder Dokumente. Auf euren Geräten sammeln sich schnell hunderte Gigabyte. Die meisten speichern ihre Daten entweder direkt auf ihren Geräten oder nutzen Cloud-Dienste. Doch es gibt noch eine Alternative, die viele gar nicht kennen. Ein NAS. Genau darum geht es heute. Was ist die bessere Wahl? Cloud oder NAS? Und welche Lösung passt am besten zu dir? Wir haben ja schon oft über das Thema NAS gesprochen, aber falls du neu hier bist, hier nochmal eine kurze Erklärung. Ein NAS ist im Grunde ein kleiner Heimserver mit Festplatten, den du in dein Netzwerk einbindest. Damit kannst du Daten zentral speichern, streamen oder von überall darauf zugreifen. Im Gegensatz dazu gibt's Cloud-Dienste. Hier liegt der Server nicht bei dir zu Hause, sondern bei einem Anbieter wie Google oder Microsoft. Du zahlst monatlich für Speicherplatz und kannst von überall auf deine Daten zugreifen. Kommen wir zuerst zu den Kosten, denn die sind oft das Erste, worüber man nachdenkt. Die Cloud läuft fast immer über ein Abo-Modell. Du zahlst also monatlich für Speicherplatz. Brauchst du mehr Speicher, steigen die Kosten rasant. Ein NAS hingegen kostet zwar anfangs mehr, denn du musst das Gerät und die Festplatten kaufen, aber dann gehört es dir. Keine monatlichen Gebühren, keine Preissteigerungen. Und Festplattenpreise sind über die letzten Jahre gesunken. Große HDDs kosten aktuell um die 15 Cent pro Gigabyte. Und je mehr Speicher du brauchst, desto stärker lohnt sich ein NAS. Um beide jetzt miteinander zu vergleichen, nehmen wir ein Asus TOR DriveStore Lite mit 2 4 Terabyte Festplatten in einem RAID 1 System. Bei allem zusammen sind wir bei knapp unter 100 Euro pro Terabyte Speicher pro Jahr. Schon bei weniger als 2 Jahren rechnet sich das Einsteigermodell gegenüber Google Drive und bei OneDrive sogar schon bei knapp 17 Monaten. Falls du aber mehr Speicher benötigst, wird es noch deutlicher. Bei 10 Terabyte steigen die Cloud-Kosten massiv an. Im Gegensatz dazu steigen die Festplatten nur leicht. Je größer die Festplatte, umso weniger kostet ein Gigabyte hochgerechnet. Wir haben jetzt das AS11 mit 2 12-Terabyte Platten wieder im RAID 1 Verbund und kommen hier auf unter 50 Euro pro Terabyte. Hier rechnet sich das NAS schon im Schnitt nach einem halben Jahr. Für große Datenmengen ist ein NAS also langfristig deutlich günstiger und schon bei mehr als 5 Terabyte rechnet sich ein NAS schon oft nach wenigen Monaten. Beim Thema Datensicherheit gibt es einige Unterschiede. Cloud-Anbieter setzen auf Verschlüsselung und redundante Backups. Deine Daten werden auf mehreren Servern verteilt, sodass nichts verloren geht, selbst wenn mal ein Server ausfällt. Klingt super sicher, aber es gibt einen Haken. Du hast keine Kontrolle darüber. Deine Daten liegen irgendwo auf der Welt und du vertraust darauf, dass der Anbieter sich an Datenschutzrichtlinien hält. Skandale über Datenlecks oder missbräuchliche Nutzung gab es in der Vergangenheit immer wieder. Außerdem kann dein Account gehackt werden. Ein schlechtes Passwort oder eine Phishing-Attacke und schon hat jemand Zugriff auf alle deine Daten. Ein NAS gibt dir die volle Kontrolle, denn deine Daten liegen ausschließlich bei dir und du entscheidest, wer darauf zugreifen kann. Das bringt allerdings auch mehr Verantwortung mit sich. Du musst dich selbst um Backups und Sicherheitsmaßnahmen kümmern, da ein NAS ohne ausreichenden Schutz anfällig für Ransomware sein kann oder durch einen Hardware-Defekt Daten verloren gehen können. Im Grunde steht der Vergleich zwischen Cloud und NAS für die Wahl zwischen mehr Komfort oder mehr Kontrolle. Beim Thema Verfügbarkeit gibt es kaum Unterschiede. Cloud-Anbieter betreiben riesige Rechenzentren mit mehrfacher Absicherung. Stromausfälle oder Hardware-Defekte stellen kein Problem dar, da deine Daten auf mehreren Servern weltweit verteilt sind. Solange du Internet hast, bleibt der Zugriff jederzeit möglich. Fällt der Anbieter jedoch aus oder fehlt die Internetverbindung, kann das schnell zum Problem werden. Auf der anderen Seite steht ein NAS bei dir zu Hause und ist immer verfügbar und das auch offline. Hast du ein stabiles Netz und einen VPN-Dienst wie Tailscale, kannst du auch von so gut wie jedem Ort auf dein NAS und deine Daten zugreifen. Wenn es jedoch zu einem Stromausfall kommt oder dein Router Probleme macht, kann auch der Zugriff auf deine Daten eingeschränkt sein. Ein Vorteil von NAS ist die Flexibilität. Es ist nicht nur ein Datenspeicher, denn mit ein wenig Konfiguration hast du schnell einen Medienserver, eine private Cloud oder sogar ein VPN. Du kannst Docker-Dienste nutzen und dein System so anpassen, wie du willst. Und das alles ohne zusätzliche Kosten. Dafür musst du dich aber selbst um Wartung und Updates kümmern. Cloud-Dienste bieten zwar auch Zusatzleistungen, aber oft nur in festen Paketen.
OneDrive kommt zum Beispiel mit der Microsoft Suite und Google Drive mit Extras wie Google Fotos. Außerdem locken manche Anbieter seit einiger Zeit mit AI-Features. Aber für wirklich erweiterte Funktionen zahlst du fast immer drauf, wenn diese überhaupt angeboten werden. Also, was ist jetzt besser? NAS oder Cloud? Pauschal kann man das nicht beantworten. Wenn du die volle Kontrolle willst, Datenschutz für dich ein großes Thema ist und du langfristig Geld sparen willst, ist ein NAS die bessere Wahl. Vor allem für Technikenthusiasten und Unternehmen mit großen Datenmengen lohnt sich das. Willst du aber einfach nur Daten speichern, ohne dich um etwas kümmern zu müssen und hast nur ein paar hundert Gigabyte, kann eine Cloud-Lösung sinnvoll sein. Du hast zwar weniger Kontrolle, aber dafür mehr Komfort. Aber auch wenn wir jetzt beide Seiten als Gegenspieler zeigen, heißt es noch lange nicht, dass man sich zwischen den beiden entscheiden muss. Nach der 3-2-1-Backup-Regel solltest du sowieso immer mindestens eine Kopie deiner Daten extern sichern. Warum also nicht deinen NAS mit einem Cloud-Dienst verbinden? So hast du das Beste aus beiden Welten, lokale Kontrolle und Sicherheit, plus eine Absicherung in der Cloud. Zusammen als Hybrid hat man ein extrem starkes Gerüst, um bei vielen Situationen wie Blitzschlag, Bränden oder Überschwemmungen nicht Angst um seine Daten haben zu müssen. Cloud und NAS müssen keine Konkurrenten sein, sie sind ein perfektes Team für deine maximale Datensicherheit. Habt ihr Fragen zu dem Thema? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.